Hallo und herzlich willkommen bei Brixbills vom Andi und vom. Michi. Heute haben wir euch wieder was aus unserer Tüftelwerkstatt mitgebracht. Und zwar haben wir hier einen Bulldozer, den wir mit einer Fernbedienung und einer Batteriebox, einer kleinen Batteriebox ausgestattet haben. Genau, und zwar haben wir dazu das Bluetooth-Upgrade-Kit von Circuit Cube benutzt. Das ganze Kit werden wir euch später dann noch vorstellen. Und jetzt schauen wir uns mal die Raupe an. Und zwar habe ich das originale Unterteil einmal nachgebaut und mit Motoren aufgerüstet. Hier die durchsichtigen Teile, das sind die Motoren. Da ist eine Achse seitlich aufs Zahnrad aufgesteckt und die anderen Zahnräder drehen sich dann über die Kette mit. Das Ganze wird über den Hub hier gesteuert und mit solchen Kabeln verbunden. Schauen wir uns jetzt mal an, was in dem ganzen Paket drin ist. Und zwar kriegt ihr die Elektronikbauteile, dann noch ein paar Extrateile und eine Anleitung. Mit dem Ganzen könnt ihr dann ein Testmodell bauen, was wir euch dann später noch zeigen werden. Auf das ganze Set sind wir durch mehrere YouTube-Videos aufmerksam geworden und der Vorteil dabei ist eben, dass die Motoren zu klein sind und allgemein die Technik, aber man dann, wie wir später noch zeigen werden, andere Sachen mit dem Hub anstellen kann. Das Ganze gibt es leider noch nicht in Deutschland oder wir haben es nicht in Deutschland zu bestellen gefunden. Und haben das Ganze dann im amerikanischen Amazon bestellt. Ihr könnt es aber auch direkt bei denen auf der Seite bestellen. In der Verpackung enthalten sind dann fünf Kabel, ein Kabel, um den Hub zu laden und zwei Kabel in unterschiedlichen Größen, um die Motoren mit dem Hub zu verbinden. Als nächstes gibt es dann die zwei Motoren. Die haben drei Anschlussmöglichkeiten für die Kabel. Einmal hinten und an den Seiten jeweils. Der ganze Stein ist genauso groß wie zwei 2x4 Bricks. Und hat mehrere Anbaumöglichkeiten. Einmal die Achse, die sich dann später dreht. Dann natürlich oben und unten. Aber auch mit diesen Technikpins kann man an den Seiten anbauen. Kommen wir jetzt zu dem Herzstück des Ganzen, den Hub. Und ihr könnt schon sehen, der hat hier so Metallteile. Das ist, um die Module von Circuit Cube zu verbinden. Und das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht, weil wir es über die Kabel verbinden. Und dazu gibt es drei Anschlüsse. Das kann man dann einfach hier oben reinstecken. Und dann den Motor verbinden. Dann kann man die hier hinten anschalten. Einmal on, da wird jeder Output von dem Hub mit Strom versorgt. Heißt, wenn ich jetzt auf on gehe, dreht sich der Motor. Und dann gibt es noch nach links, das ist für die Bluetooth-Funktion. Damit kann man sein Handy verbinden und eben über Bluetooth steuern. Und darauf kommen wir nachher noch. Und dann gibt es hier drüben noch einen Anschluss, um den ganzen Hub dann zu laden. Mit einer kleinen LED, die dann rot und grün blinkt.
Kommen wir jetzt noch zu der Bluetooth-Funktion. Und zwar müsst ihr dafür die App öffnen, den Hub auf Bluetooth-Modus stellen und dann im Hauptmenü habt ihr rechts oben dieses Symbol, da drückt ihr drauf und dann wird euch der Hub schon angezeigt. Dann geht ihr einfach auf Connecten und dann seid ihr schon verbunden. Jetzt könnt ihr eure Motoren an den passenden Anschlüssen anschließen, auf Control gehen, euer Control auswählen, es gibt Gamepad, Tinker und Tank und dann, wenn ihr steuert, drehen sich die Motoren. Neben den vorgegebenen Steuerungen gibt es noch Custom und Code. In Custom könnt ihr euch eigene Steuerungen erstellen. Ich habe jetzt hier einfach mal das Modul reingezogen, um den Motor an- und auszumachen. Und könnt dann auch so eure Motoren steuern. Ein Vorteil bei Custom ist, dass ihr mehrere Hubs ansteuern könnt. In Code habt ihr dann Codes, die ihr programmieren könnt. Die könnt ihr über Drive und Controls anwählen. Und wenn ihr dann fertig programmiert habt, drückt ihr auf Play und der Code wird ausgeführt. Und hier ist noch die beigelegte Anleitung. Auf der ersten Seite wird euch das ganze System einmal erklärt. Dann geht es weiter, wie man den Hub ansteuert. Hier wird noch erklärt, wie man den Hub lädt und dann geht es auch schon los mit der Anleitung. Ganz am Ende wird dann noch erklärt, wie genau die Controls funktionieren und eine Teileliste ist auch dabei. Was auch noch eine coole Sache ist, dass ihr die Pins, das sind Standard-Pins, die könnt ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen, einfach nehmen könnt und euch eigene Sachen basteln könnt. Wie wir jetzt hier LEDs beleuchten mit dem Hub. Die können wir dann auch über Bluetooth ansteuern. In dem Fall haben wir eine SMD-LED genommen und dann einfach noch einen Widerstand dazwischen gepackt. Aus den enthaltenen Teilen kann man dann mit der beigelegten Anleitung dieses kleine Gefährt bauen. Und kriegt schon einen kleinen Einblick, was alles damit möglich ist. Jetzt habe ich noch aus dem ganzen Set einen Zug gebaut und das Ziel hierbei war, den möglichst flach hinzubekommen. Deswegen ist der Motor auch hier hinten. Ihr könnt den aber auch einfach in der Mitte einbauen oder etwas höher. Und vielleicht werdet ihr euch wundern, wieso der Motor schräg eingebaut ist. Das liegt daran, dass wenn wir hier jetzt mal einen Brick mit Löchern davor tun, steht der unten eine Plate über. Und dann mit den kleinen Rädern kann es passieren, dass der in eurem Gleisbett hängen bleibt. Und wenn ihr den schräg einbaut, steht der nur eine halbe Plate über. Und das Ganze ist dann wieder mit der Bluetooth-App verbunden. Und wird so angetrieben. Ihr werdet schon sehen, der Zug ist dann nicht schnell, aber dafür könnt ihr sehr kleine Loks damit bauen.
Hier seht ihr jetzt nochmal den Zug in Aktion. Und wie schon gesagt, der ist nicht sehr schnell, aber dafür könnt ihr sehr kleine Loks damit bauen. Und dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen.